Hallo zusammen, ich wollte Sie und euch über den aktuellen Sachstand des Coronavirus bei uns in der Städteregion informieren. Wir haben Stand heute Mittag 33 bestätigte Fälle. Es ist davon auszugehen, dass diese Fallzahl in den nächsten Tagen sicherlich weiter steigen wird. Das hängt nicht nur mit dem weiteren Verlauf der Krankheit, mit der Ausbreitung zusammen, sondern vor allem natürlich auch damit, dass wir in unserem kommunalen Abstrichzentrum jetzt sehr viele weitere Tests durchführen. Das kommunale Abstrichzentrum ist gestern gut angelaufen. Wir haben darüber ja schon informiert, dass sich das in Eschweiler befindet. Nochmal die ganz herzliche Bitte, nur nach telefonischer Voranmeldung und nur, wenn ihr tatsächlich dort einen Termin bekommt, auch nach Eschweiler zu fahren. Einen Termin bekommt man dann, wenn man Kontakt hatte zu einer Person, die mit dem Virus infiziert ist. Und Kontakt bedeutet hier 15 Minuten face-to-face, wie das heißt, in einem geschlossenen Raum. Und wenn ihr selber auch wirklich Symptome habt. Darum bitte, wir brauchen die Kapazitäten für die Leute, die Symptome haben. Nicht jeder, der ein bisschen Kratzen im Hals hat, muss jetzt sofort getestet werden. Bei den Schulen und Kitas ist es so, dass wir einige Schulen und eine Kita in der Städteregion geschlossen haben. Wir werden morgen Nachmittag entscheiden, wie es hier in der nächsten Woche weitergeht. Ihr werdet also rechtzeitig vor dem Wochenende erfahren, was ab Montag mit der einen Kita und den weiteren Schulen ist, sodass ihr da Planungssicherheit habt. Wir haben momentan bei uns aus der Verwaltung mehr als 150 Kollegen, die im Einsatz sind rund um das Coronavirus, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsamt, aber auch um die gesamte Infrastruktur, die wir jetzt aufgebaut haben, zu betreiben. Zum Beispiel in den Callcentern, aber auch in dem kommunalen Abstrichzentrum. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir momentan bei der ein oder anderen Dienstleistung nicht mehr so viele Kolleginnen und Kollegen haben, die sich darum kümmern können. Das ein oder andere kann jetzt ein bisschen dauern und da bitte ich herzlich um Verständnis. Im Moment hat das Coronavirus bei uns natürlich auch absolute Priorität. Ansonsten gilt das, was ich auch in den letzten Tagen immer gesagt habe. Es ist eine kritische Situation, gar keine Frage. Es ist Grund zur Vorsicht, es ist Grund, dass wir sorgsam damit umgehen, aber es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt in irgendwelche Panikdinge zu verfallen. Ihr alle könnt mit Einhaltung der Hygieneregeln einiges dazu beitragen, dass ihr euch nicht mit diesem Virus infiziert und dass auch andere nicht angesteckt werden. Und ich glaube, wenn wir das alles in Ruhe machen, dann haben wir die Situation noch weiterhin gut im Griff.